herzlich willkommen, Leute, hier auf meiner Baustelle und wir fahren jetzt zur nächsten. Ja. Oh, Alter. Ja, und kann wir fahren jetzt schon zur nächsten. Mike is mit dabei. Hallo, ich bin auch wieder hier. Leute, ich hab ein Eis. Und ich werde das gleich, währenddessen ich hier schön fahre, auch essen. Okay. Ich bin auf die Facecam gespannt. Leute, ihr könnt das natürlich wieder aus beiden Perspektiven sehen. Ich habe zwar noch keine Facecam, aber oha, es kommt auf jeden Fall eine Facecam. Okay, wo funktioniert dein Frachtmarkt und wenn ja? Ja, ja, sag mal, was du hast einfach. Ich habe nach London, nach Malmö oder nach Amsterdam. Okay, wir fahren zum nächsten. Hä, wieso? Das ist, ich finde... Hey? Ich habe davon nichts. Ja, aber hast du nicht was in die Nähe? Nein. Na, wo hast du Amsterdam? Wo ist London, Malmö oder Amsterdam? Was ist Malmö? What the fuck? Malmö ist in Schweden. Alter, das ist so ultra die Strecke. Aber nee, hab fast ich nicht. Alles ist mit dem Boot. Mit dem Boot? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nicht? Du hast noch nicht mal was irgendwie in Richtung London nach unten? Nee. Du hast wahrscheinlich alles, weil es ist bei dir alles zu lang. Kann das sein? Nee, ich habe nach Carlisle da wieder. Na, was? Na, da wo war. Da mussten wir doch letztens. So eine kurze Strecke hast du? Ja, ja, aber ich habe eine Frage. Führt die Londoner Strecke da vorbei? Nee. Die führt an Newcastle vorbei. Als ob, hä? Die Londoner. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wir können auch über. Ja, eigentlich schon. Das wäre so die einzige Möglichkeit, weil ich habe Paris und Rotterdam und. Bei Rotterdam fährt man irgendwie andere Bootstrecke und naja. Rotterdam ist aber... Ja, lass Rotterdam nehmen, das ist doch ultra nah an Amsterdam. Ja, aber damit, da fährt man eine andere Bootstrecke. Und ich weiß nicht, ob du dann meinst... War 100% die gleiche Bootstrecke, Alter. Okay. Und ich fahre durch Rotterdam. Du fährst durch Rotterdam? Ja, wenn ich nach Amsterdam fahre, ja. Ja, okay, mir wird aber was anderes angezeigt. Also danke ETS auf jeden Fall dafür. Mir wird hier Amsterdam angezeigt und da eben eine andere Linie übers Meer, die halt nicht meine Strecke ist, Richtung Edinburgh. Na? Also ich fahre nach Rotterdam und da ist noch eine andere Strecke, die nach Amsterdam führt. So hell eingezeichnet. Alles egal, wir nehmen das einfach. Stimmt. Ja, doch, die ist bei mir auch eingezeichnet, ja, aber die nehme ich nicht. Genau, aber ich dachte, dass du die nimmst. Also okay, dann Rotterdam. Nee, Auftrag annehmen. Jo. Perfekt. So, Leute, wie gesagt, also aus beiden Perspektiven. Wann kann ich jetzt mein Eis essen? Ja. Wie er die ganze Zeit schon drauf wartet. Oh, ich fahre übrigens die ganze Zeit rechts, merke ich. Ja, wir sind hier immer nur in England. Hups. Ja, bei mir ist noch keine Facecam am Start, aber ich werde mich darum kümmern, dass bald eine Facecam hier am Start ist. Ja, auf jeden Fall mal mega nice. Dann seht ihr mich jetzt auch Eis essen. Ja, und wir haben auch extra wieder den Server genommen, wo ja, nicht die Hölle los ist. Auf dem anderen Server wären jetzt gerade 4000 Leute drauf. Auf diesem hier sind jetzt knapp über 300. Das ist so krank einfach. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist das in Deutschland wieder anders. Ups, ich habe gerade mein Mikro weggekickt. Ja, also... In Deutschland war ja trotzdem relativ viel los. Ne? Ja, weiß ich ja nicht mehr. Aber ja, doch, nicht also auf dem Server dann. Als wir den Server gewechselt haben, waren wir schon irgendwo anders. Ja, aber noch im Rechtsverkehr oder so. Ja, aber ich glaube, wir waren irgendwo Frankreich oder so. Ja, das kann sein. Also mal gucken, wie es in Deutschland ist, so in Dortmund wieder oder so. Demnächst, irgendwann, sind wir vielleicht auch... ich werde nie im Leben aus diesem Becher hier Eis löffeln können. Mein Mikro ist hier irgendwie so. Ach, ich fahre gerade rechts. Ja, passiert das mir auch gerade. Ist mir gerade auch passiert. Was werden wir demnächst? Wolltest du irgendwas sagen? Ich wollte sagen, dass mein Eis wahrscheinlich schmilzt. Nein, du hast gesagt, demnächst werden wir bestimmt und dann. Ach so, das Erfahren mit dem, ob da Leute sind. Ach so, ja. Ja, stimmt. Okay. Ich glaube. Ich krieg das jetzt mit dem Eisessen nebenbei sehr gut hin, nicht geblitzt zu werden. ein Schild! Ey, ich bin so auf die Facecam gespannt, ach Mann. Ein Schild weniger. Hast du das Schild mitgenommen? Ja. Ich fahre gerade schon in Richtung Autobahn, wo bist du? Ja, ich habe nur eine andere Autobahnauffahrt. Ich bin, Ich brauche unbedingt. Du bist auf jeden Fall schneller auf der Autobahn als ich. Aber ich komme.
Es ist unpraktisch, dass ich gerade nicht mit Automatik fahre. Tja, ich fahre mit Automatik. Easy. Das sollte ich, glaube ich, auch umschalten für... Das Eisessen. Ja. Also rechts oben am I-Jans-Kanal verlinkt, da könnt ihr schauen, wie ihr Eis isst. Fuck, wie mache ich das jetzt? Aber natürlich, das wollte ich auch noch sagen. Ich hab's vergessen. Scheiße. Gameplay? Ist es bei Gameplay? Ich weiß es nicht. Controller, glaube ich. So, ich warte mal auf dich. Ich hab vergessen, was Controller und Einstellungen. Ja, ich glaube, da ist das eben. Getriebe. Echte Automatik oder einfache Automatik? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfache. Okay. Ich weiß es aber nicht. Immer das Leichteste nehmen. Nee, ich glaube, ich habe echte. Warte, ich schau kurz nach. Ja, ich warte jetzt eher auf dich hier. Nee, einfach. Alter. Läuft. Ja, gut. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe es vergessen. Ach so, ja, die Playlist. Muss man dann zum Rückwärtsfahren? Muss man dann... Ja, habe ich... Das, ja, auf der Bremse geht's, ja. Einfach auf der Bremse. Stimmt, das habe ich umgestellt. Weil ich hatte immer echte Automatik, das fällt mir gerade auf, aber da ich jetzt Schalten dazu benutze, dass ich meine, ne? Ja. Meine Tempomaten hochstelle, habe ich das jetzt auf einfache Automatik umgestellt. So, ich wollte immer noch sagen, rechts oben ist auch die Playlist verlinkt, also ihr könnt euch die alten Folgen mal anschauen. Da gab es ein paar witzige Folgen. Mm. Junge, was? Oh. Hi. Hi. Mir ist gut, dass die Leute mir beim Essen zugucken. Ja, ja, das ist auch geil. Das turnt die bestimmt richtig an. Ja, könnt ihr euch die alten Folgen... Wollen auch ein bisschen ein? Könnt ihr euch die alten Folgen auf jeden Fall anschauen. Ja. Willst du wieder tanken? Nee. Ich bin komplett vollgas. Ich habe 20 Tonnen Honig übrigens. Was hast du so? Eis. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch 20 Tonnen. Eis. Ja, Eis. 20 Tonnen Eis. Eben. Ach, Mann. Leute, ich möchte euch nochmal dazu auffordern. Schreibt uns bitte Themen rein, über die wir reden können. Es stehen ein paar Themen in den Kommentaren drin, aber echt erstaunlich wenig. Also mich hat das ultra überrascht, dass euch da nichts anderes oder besseres einfällt. Weil wir einfach so schon lustig genug, also oder interessant. Und, ne? Esch lieber dein Eis. Esch lieber dein Eis. Ja, wir sind auch so schon krass. Aber wie gesagt, auf jeden Fall haben wir da ein paar Kommentare gelesen. Aber so viel so Formel 1 und reden mal da über Formel 1 und hier und hui. Aber halt nie irgendwelche solche Themen. Guckst du privat Formel 1? Ja, solche Themen halt einfach immer. Und das ist so, lasst euch mal was anderes ausdenken, Leute. Also ist nicht schlecht. Ja, das habe ich dich gefragt. Und nicht die Zuschauer, sondern ich frag dich, guckst du privat Formel 1? Nein. Interessant. Ich komme mir gerade so blöd vor. Was machst du denn? Ich esse Eis. Ich bremse mal ein bisschen und warte auf dich. Also Leute, mega Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr schon was geschrieben habt. Aber es wäre cool, wenn ihr euch mal ein paar andere Themen auch überlegt, die jetzt nicht unbedingt was mit F1 oder irgendwelchen solchen Fußballsachen zu tun haben. Scheiße. Was machst du, ey? Die Aufnahme ist ganz so ein Chaos. What the fuck? Wir hatten einen LKW mit 74% Schaden noch. Was hast du gemacht? Was machst du jetzt? Da war eine Steinwand. Hä? Ich hab die sogar gesehen, als ob du da reingefahren. Ich hab den Anfang der Steinwand. Da ist die halt, guck mal, hier ist auch wieder, als ob man hier reinfährt. Oh Gott, Alter. Junge, ich fahr grad ultra langsam. Ich will betonen, dass das Eis lecker schmeckt. Ich fahr grad langsam, ich warte, ne, also so ein bisschen. Du hast eh die ganze Zeit Motorfehlfunktion jetzt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt so ein kleines Thema überlegt, so, weil jetzt da ein paar Sachen drin standen. Und da möchte ich dich einfach fragen. Ja. Fuck.
Dein Eis essen, Fragen beantworten und lenken, unfallfrei. Oh Gott, ich stelle mir das gerade so vor, wie er einfach da sitzt mit seinem Eis und gegen die Steinwaffe. Ich war überrascht. Ich gleich irgendwie fragen, was seine Hobbys sind. Oh Mann. Ja, was sind denn so, was machst du gern so privat? Wenn du jetzt mal nicht YouTube machst und nicht zur Uni gehst. Gibt's da irgendwas, so, was du unbedingt machst? Unbedingt machen willst? Ich fahr grad 45. Mach mal ein bisschen hin hier. Ja, bin dabei. Wenn der Motor auf E funktioniert. Alter. Hallo? Sag mal, willst du mal meine Frage beantworten? Ja, wir hatten gerade durchgehende Motor auf E Funktion. Ja, du hast. Wie viel Prozent hast du denn? Du hast ultra viel, Alter. 75. Ja, was erwartest du, Alter? Der müsste eigentlich schon explodieren. Jetzt stehe ich. Der geht nicht mehr an, Alter. Ah, der Trick ist vom Gas gehen und dann nochmal neu. Um zu deiner. Alter. Ich stelle mir das gerade so vor. Tja, das mit dem Eis war vielleicht doch nicht so gut. Ich muss mal meinen LKW erstmal wieder anbekommen. Vor allem da ist auch der Berg. Ja, ich glaube, am Berg scheitert es gerade. Ich glaube, ich kann ja nicht mehr anfahren. Ob rückwärts fahren geht. Ne. Schlecht aus. Ah. Oh, jetzt habe ich's. Oh, wow. Oh, ja. Künstler. Künstler am Lenkrad. Ja. Ja, sag doch jetzt mal. Okay, genau. ich spiele tatsächlich gerne Gitarre privat. Okay. Sehr musikalisch unterwegs. Normale Gitarre, E-Gitarre? Ich habe 3 Gitarren in meiner Wohnung. Eine Western-Gitarre. Fahren entgegen der Fahrtrichtung, scheiße. eine E-Gitarre und eine Konzertgitarre. Und ich spiele am liebsten mit der E-Gitarre. Okay. Würdest du auch sagen, dass du krass bist? Oder jetzt nur so hobbymäßig? Also, das bin ich nicht. Das ist mir hobbymäßig, aber boah. Ich kann auch vor anderen, also. Oh, hi. Tag. Nein! Leute, war eine unsichtbare Mauer. Hey Mann, der fährt einfach vorbei. Ja, wenn ich stehen bleibe, habe ich wieder Motor Fehlfunktion. Also Gitarre spielen. Genau. Ja, okay. Und? Noch irgendwie andere. Spielst du andere Instrumente auch? Oder nur Gitarre? Ich kann auch Klavier spielen. Oh, ein Schild weniger. Ups. Kein eigenes Klavier. Ja. Ich hab keins, aber ich kann Klavier spielen. Scheiße, Motor Fehlfunktion. Das hört sich nice an. Und sonst so? Natürlich mit Freunden irgendwie was unternehmen. Fußball. Fährst recht. Ja, natürlich auch zu meinen Hobbys. Spielst du Fußball aktiv oder irgendwie nur so? Ja. Aktiv. Was spielst du eigentlich? Was? Eine Position. Ach so. Am liebsten. Rechtes Mittelfeld. Okay. Dann natürlich, das zähle ich aber nicht als Hobby oder so, wenn irgendwie immer so, keine Ahnung, wer kennt es nicht. Okay, vielleicht sind viele noch für euch zu jung oder so, aber wenn man dann irgendwie so meine Alter! Die erste. Oh! Oh! Ich wollte eigentlich gerade darüber reden, wenn man dann die ersten Dates hat und dann über Hobbys gesprochen wird und dann die Leute aufzählen, dass ein Hobby von denen ist, dass sie sich mit Freunden treffen, wo ich mir so denke, Digga, das ist kein Hobby, das macht jeder. Ja, ist ja auch normal, aber what the fuck war das gar? Ich schlepp mich mal ab, ja, würde ich sagen. Ja, du musst eh reparieren, also das war jetzt eh. Ja. Oh, Leute. Wie mache ich das? Achso, F7.
77%. Nach Newcastle. Oh mein Gott, ich werde nach Newcastle abgeschleppt. Scheiße. Was ist das? Auf der Map gucken. Oh, da kann ich noch ein Stück fahren. Okay. Erstmal reparieren. Ha, es war ein bisschen Spaß gerade hier. Ich dachte, du bist direkt hinter mir und bist am Eis essen. Jetzt noch schön ausbremsen. Und dann fliegt. Du fliegst. Ich habe die Hälfte von meinem Geld gerade für die Reparatur ausgegeben. Apropos ich glaub, Geld. Ich bringe mein Eis zurück. Bin gleich wieder da, Leute. Alter, jetzt übernehme ich seinen Chat. Ja. Also mega nice auf jeden Fall. Also Gitarre, E-Gitarre, das finde ich auch geil. Das ist, ich spiele zwar selber nicht, aber ist nice. Kann man machen. Boah, jetzt habe ich ihn da, jetzt ist er einfach in Newcastle, Alter, er hat voll gecheatet jetzt. Ich brauche da jetzt ultra lang, um hinzufahren. Oh, hier ist ein cooler Fluss bei mir. Oder, Alter, ist das ein Meer, ist das ein Fluss? Sieht geil aus. Ah, Leute. Das sah gerade so geil aus meiner Sicht, ey. Wie er da einfach lang geflogen ist. Ich bin back. So back. Ich hab die Leute entertained, ne? Das darfst du nicht rausschneiden. Das ist verboten. Ich höre mir an, was du alles gesagt hast. Ich hab gesagt, dass ich E-Gitarre auch ganz cool finde. Also ich spiele es selber nicht. Aber so ist es ist ganz cool, ja. So, wo bist denn du gerade? Ja, ich fahre gerade nach Newcastle. Also ich habe ein gutes Stück noch. ja, ich bin tatsächlich auch total musikalisch begabt, Leute. Ich habe einen Goldkelch. Und was? Ich habe eine tolle Stimme. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Bin krass. So, ich bin bei Newcastle bei der Autobahn. Du bist natürlich nicht hier, ey. Komm. Bin dabei. Ui. Ja, also ich spiele. Ich habe das Fragezeichen nicht bekommen. Ich spiele ein bisschen Keyboard, aber auch voll. Ja, nicht. Also ich spiele es ja eigentlich fast nie so unaktiv, sagen wir es mal so. Ja. Ich mag Schlagzeug, das ist auch cool. Ja, Schlagzeug mag ich. Das stimmt, cool. Schlagzeug kann ich auch. Und mag ich auch. Ich habe aber da habe ich auch. Ein Keyboard habe ich auch, aber nicht in Berlin. Mein Keyboard ist nicht in Berlin, leider. Aber ja, ich habe nie ein eigenes Schlagzeug gehabt oder so. Ja, Schlagzeug habe ich auch gar nicht. Du bist auch aber echt geil. Ich habe halt Schlagzeug in der Schule gelernt und das finde ich cool. Macht Spaß und ja. Schlagzeug ist cool. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. So, ich habe bloß keine Ahnung, an welcher Autobahnfahrt du hier kommst. Hier sind ich bin gleich auf der A1. Ja, von wo? Hier sind drei Auffahrten. Ah, da vorne bist du, ich seh dich. Okay, dann muss ich wieder aufs Gas treten. Uiuiui, 15% Schaden. Schon wieder? Yeah, du hast dein Eis weg, was machst du? Ich mach dir übrigens keinen Platz, ne? Ich ramm dich jetzt weg. Schnell. Du musst mich nicht wegrammen. Doch, mach ich mal. Beschleunige sehr langsam und hier sind ja genug Spuren. Ja, eben. Warte, ich blink sogar. Ja, ich zieh nicht weg. Ich fahr jetzt voll nicht gerade. Oh, ich hab nicht geblinkt. Ja? Ah. Hi. Ich fahr doch über. Hi. Aber ich hätte hinten in dich reinfahren können. Das wäre auch witzig. Irgendwie nicht, aber okay. Der verrückt. So, ich bremse mal wieder ein bisschen. Wollen wir mal tanken? Oh, nee, aber meiner muss mal, glaube ich, schlafen. Und eine Werkstatt zu buchen. Ich bin vorbeigefahren jetzt, ne? Ja, ich auch. Ja. Nee, raus hier aus England. So, dein Lieblingsessen, das ist die nächste Frage. Hast du ein Lieblingsessen? Lieblingsessen? Eis. Ja. Ja, Eis ist geil. Aber mein Lieblingsessen ist. Das ist ja schwer. Das ist echt schwer. Also, ich finde die Frage so derbe schwierig. Also normalerweise würde ich sagen, so an und für sich. Oder ich hätte wahrscheinlich so vor einem halben Jahr oder. Sogar noch vor ein paar Wochen hätte ich direkt gesagt, Currywurst mit Pommes. Ja, da hattest du ein schlechtes Erlebnis. Aber ich hatte halt echt ein schlechtes Erlebnis damit. Und ja. Oh, hier ist gleich, es wird gleich geblitzt hier, wird angekündigt. Nice. Ich fahre einfach hinter dir, dann werde ich nicht geblitzt. Ja,
Drück mal aufs Gas. Ich hab da wieder beschleunigt. Oder bin grad dabei. Piep, piep, piep. 420. Ui. Ich glaube, das hat sich bei dir jetzt echt irgendwie erhöht. Warum auch immer. Echt? Wie viel hast du bezahlt? Ja, ich bezahle immer 560. Aber bei dir war es früher ja irgendwie 320 oder so und jetzt hast du 400 irgendwas. Weil ich ein Rowdy bin. Ja, deswegen habe ich so viel. Ja, so, was wäre jetzt dein Lieblingsessen jetzt? Weil du hast gesagt, du wusstest damals, aber jetzt... Pizza, würde ich wahrscheinlich jetzt sagen. Pizza? Ja, ich esse zumindest gerade viel Pizza in letzter Zeit. Deswegen würde ich so an für sich sagen, ja, es ist auf jeden Fall was Geiles, ja. Würde ich sagen. Und Salami dann, ne? Hast du ja schon mal gesagt. Ja, natürlich mit Salami. Das weiß ich noch, das hast du schon mal gesagt. Alles andere ist nichts Richtiges. Und wie sieht's bei dir aus? Boah, das ist genauso schwierig. Also erstmal, ich esse fast kein Gmirs, also Gemüse. ich bin so voll der Fleischesser. Also wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, ich mag Steak, wenn es nicht zu fett ist. So ein dünnes Steak wäre echt geil. Also das ist so irgendwelche coolen Kartoffeln und so ein dünnes Steak, mega. Ob's ist egal welches Fleisch, also ich esse fast alles. Rind, Kalb, keine Ahnung, alles. Ja, das wäre so mein Favorite. Aber Pizza ist auch geil, das stimmt schon. Wir waren gerade perfekt hintereinander, Alter. Das ist verrückt. Ja, das ist echt crazy. 620 Kilometer noch. 540. Die Folge müssen wir auf jeden Fall aufteilen. Also wir müssen irgendwo stehen bleiben, wenn du da mal schlafen musst. Und dann, ja. Weil wir sind ja jetzt schon bei fast 30 Minuten. 22 sind wir bei mir. Ja, sind ja fast 30. Was jetzt? Oh nein, oh Gott. Was? Warte mal. Soll ich stehen bleiben? Hilfe, nein. Was? Oh, danke sehr. Was war ich jetzt? Alles ist gut. Nee, ich hab gerade gedacht, ich würde nicht aufnehmen. Dann habe ich gesehen, aber ich nehme auf. Boah, das wäre so. Und dann habe ich. Oh Gott. Dann habe ich aber gedacht, so, aber warte, meine Facecam nimmt auf und Action nimmt nicht auf. Wo ist mein Action-Overlay? Und dann habe ich gedacht, das kannst du mit irgendwie den F-Tasten, wo ich halt diesen Abschleppdienst gerufen habe. Habe ich das dadurch dann irgendwie ausgeschaltet und ja. Aber ich nehme auf. Alles ist gut. Oh, Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt, ja. Meine Maximalgeschwindigkeit ist irgendwie 110 km/h, kann das bist sein? Bist du aber, ja. Das ist ja auf dem Server so, Ach so. Ich hab jetzt mir mal einen Tempomat reingelegt. Der Server geht nicht mehr als 110. Bist du eigentlich so der Typ, der unbedingt alles braucht? Also so Frühstück, Mittag, Abend oder so komplett durcheinander wie ich? Du hast gleich geblitzt. Puh. Hier ist er. Das ist auch wieder eine schwierige Frage, weil das ist bei mir. Da ist er, komm. 3, 2, 1. Das ist bei mir nicht gleich. Also, das kommt tatsächlich irgendwie so auf mein. LOL. Oh, Scheiße. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. What the fuck? Also, ich wollte sagen, das ist bei mir nicht. Was war das? Oh, du baust so viel Chaos in der heutigen Folge, echt. Ist ja unnormal. Heute ist. Also ich bin gerade auch nicht der beste Fahrer, also ich fahre irgendwie so chillig, es ist ja auch gleich 12 wieder. Also. Ja, es war warm. Ja, es ist warm, es war warm. Er hat die ganze Zeit angestrahlt. So viel. Boah, also ohne Spaß, wenn ich Facecam habe und da von meinen Softboxen, ich würde so sterben. Naja, auf jeden Fall, wollte ich sagen, genau. Also das ist. Also morgens nach dem Aufstehen esse ich eigentlich immer Frühstück. Und das ist eigentlich bei mir auch immer so, dass ich halt beim Frühstück esse ich eigentlich immer was Süßes. Also Marmelade oder Nutella mit irgendwie Toastbrot oder Brötchen oder sowas in der Richtung. Das ist bei mir eigentlich immer gleich, aber es muss, also nur weil es halt quasi Frühstück heißt, muss es bei mir jetzt nicht so sein, dass ich halt
dass ich irgendwie so um 8 Uhr oder 9 Uhr oder 10 Uhr morgens oder so essen muss oder 6, je nachdem, wann man halt aufstehen muss, sondern das kann auch, wenn ich erst um 12 Uhr so aufstehe, esse ich halt trotzdem als erstes Frühstück. Ja, klar. So. Und das ist, bei mir ist halt Frühstück immer halt die erste Mahlzeit mehr oder weniger am Tag und da gehört sich dann halt einfach bei mir so, zack, das ist halt dann irgendwie was Süßes, was ich halt geil finde. Nur Süßes? Komplett? Ja, also ich sag mal so, ich finde so englisches Frühstück oder so, wenn man irgendwie mal in einem Hotel ist oder so, so finde ich das auch mal geil. Aber ansonsten so, wenn ich bei mir zu Hause bin, dann eigentlich in den letzten ganzen Monaten gibt es dann irgendwie so ein, zwei Scheiben Toast mit Nutella und Kakao dazu und dann... Oh, du kommst wieder, ups. Das ist ja Jackpot am Start. Muss ich richtig Gas geben. ja, also... Magst du dann auch irgendwie so Sachen, so wie so Pancakes, so Pfannkuchen oder so? In der Früh? Mag ich, aber... Also, ja, mag ich auch, aber mach ich halt nicht. Machst du nicht, kein Bock. Nö. Du riskierst hier gerade wieder einen Crash, ne? Wir müssen Nein. hier gleich... Du bist direkt ja. neben mir. Junge, wer bremst schaliert? Shit, scheiße! Wärst du nicht noch ein bisschen nach rechts eingelenkt, hätte ich keinen Schaden bekommen. Ja, toll! Dann hätte ich alles abbekommen, ey. Ja. Dann hätte ich jetzt gar nicht mehr fahren können. Du hast mich doch nicht mehr überholt. Wir waren komplett gleich auf. Ich war in. Nur weil wir waren komplett gleich auf, Alter, was ist denn? Alter. Der Bremse verliert. Oh shit! Ja, weil ich halt gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Chance habe hier ohne irgendwie... Ja. Ja, aber ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt geradeaus reinfahre, dann wäre ich jetzt gestorben. So habe ich dich halt auch ein bisschen getroffen, aber ja, geht noch bei mir. Als Puffer. Also, so, okay, was wir für ein genau. Chaos also, veranstalten. Dann Mittagessen und Abendessen. Das ist bei mir so ein bisschen... Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich nie zur selben Zeit und manchmal esse ich auch, also man kann gar nicht sagen, ob mein Mittagessen jetzt wirklich ein Mittagessen ist oder schon ein Abendbrot und mein Abendbrot... So von den Sachen her oder jetzt von der Uhrzeit? Nee, einfach von der Uhrzeit her. Also dann schon, aber ja, mittags halt was Warmes. Isst du abends auch immer Brotzeit oder einfach warm oder irgendwie? Oder also... Das ist unterschiedlich, aber also früher bei meinen Eltern war es wirklich immer mittags warm, weil meine Mutter hat halt mittags gekocht und abends gab es dann Brot. Und hier in Berlin, in meiner eigenen Wohnung, habe ich halt niemanden, der für mich kocht oder so. Und dann, wenn ich halt mittags warm esse, so, dann ist es eigentlich in der Regel, weil mittags habe ich eigentlich meistens nicht so viel Zeit und nicht so viel Lust oder so, dann schiebe ich mir irgendwie eine Pizza rein. Ansonsten esse ich halt auch irgendwie Brot oder so, keine Ahnung. Jetzt wird's wieder kritisch. Und ich bin direkt neben dir. Was? Alter! Ja, ich war auf meiner Spur. Ich habe 47% Schaden. Bin gleich leise. Junge, aber das war nicht meine Schuld. Also ganz ehrlich, Leute, ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben. Oh Gott, also ihr könnt es echt in die Kommentare reinschreiben, wem seine Schuld das war. Aber Motorfehlfunktion. ich war auf meiner Seite komplett. Du bist in der Kurve, eher bist du weiter rübergefahren. Aber ich werde jetzt nicht geblieben. Wow. Ultra viel Schaden kostet viel mehr. Was machen wir hier? Ja. Genau, manchmal, wenn ich halt irgendwie Lust und Zeit habe, koche ich abends. Aber es kann auch Tage geben, wo ich halt den ganzen Tag nur kalt esse. Okay. Und manchmal esse ich auch gar kein Abendbrot. Also manchmal habe ich auch nur zwei Mahlzeiten oder mehrere kleine und so. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung habe ich ein Dorf. Alter! Was? Da war 40? Ich warte noch kurz auf dich, ja. Wie viel Schaden habe ich denn eigentlich?
Du warst aber immer eine Hauptverursacher. Also so blöd es jetzt klingt, ich will dir das ja nicht in die Schuhe schieben, aber du warst schon der Hauptverursacher meistens. Ich habe 12% und 2 Auflieger. Ich habe mehr. Ja, deutlich. So, da bist du ja schon. Meiner fährt nicht mehr als 60 km/h. Da bist du, dann mach mal hier direkt hinreisen. Du. Oh Mann. Oh, wieder in Europa. Genau. Und wie sieht's bei dir aus? Wieder in Europa, das ist erstmal cool. Wie bei mir, also das ist auch echt unterschiedlich. Also ich wohne ja immer noch bei meinen Eltern und ich habe auch meine Oma im Haus, die schon älter ist und ja, das ist tatsächlich so, dass ich ihr quasi Essen mache. Ja, ist eigentlich ganz witzig, aber ist ja kein Problem. Und das ist so ein bisschen das Problem an den Sachen. Also wenn ich ganz normal zur Schule gehe oder so, dann natürlich ganz normal frühstücken. Aber ich esse gern Süßes, aber gar nicht so viel zum Frühstück. Also ich esse abends und zum Frühstück eigentlich immer so ein Brot mit Marmelade oder so. Das reicht eigentlich komplett. Ja. Aber jetzt, also dann halt mittags ganz normal warm, da wird immer was gemacht. Meine Eltern sind zwar nicht zu Hause, aber dann wird halt am Tag davor was gemacht und ich mache das halt warm oder so. Ja, auf jeden Fall ist das in den Ferien aber immer problematisch. Weil ich jetzt zum Beispiel halt um 11 aufstehe oder so und dann halt erst frühstücken will und meine Oma hat dann irgendwie schon Hunger. Das ist so das Problem daran. Und ja, deswegen bleibt manchmal das Frühstück momentan aus. Das ist ein bisschen traurig, weil ich das eigentlich auch gerne immer so, Frühstück muss eigentlich irgendwo sein. Und ja, ich würde aber gern abends, ich hasse es, also mittags will ich immer warmes Essen haben. Irgendwas Cooles, ist eigentlich egal was, aber irgendwas Cooles. Und abends dann nochmal irgendwie kalt zu essen, wie zum Frühstück, ich mag das aber nicht. Ich will da irgendwie nochmal irgendwas Warmes. Fast immer. Aber ich weiß immer nicht was. Das ist das größte Problem, also wir. Ja. Dass man halt weiß, was man machen soll. Das kenne ich. Aber ich koche tatsächlich auch sehr gerne selber. Seht ihr auch auf meinem Instagram-Account. Da sind ganz, ganz viele Bilder auch von mir selbst gemacht. Ja, ich gebe mir da Mühe. Ist auch gar nicht schlecht immer. Und ja. Macht auch Spaß. So, wir sind in Rotterdam. Das war eine kausige Fahrt bisher. Auf jeden Fall. Wie viele Minuten sind es bei dir? 33 Minuten. Wie lange fährst du noch? 80 Kilometer. Ah, okay. Also bist du überhaupt hinter mir oder bist du irgendwo? Ich fahre gerade links. Ich fahre gerade. Ah, du fährst da lang, ja. Willst du kurz warten oder nicht? Na, okay, fahr einfach. Okay. Ja, ich denke, das wäre besser, weil ich repariere dann in der Zeit und dann passt das. Ja, dann repariere ich meins dann auch da dann noch. Ja. Ah, crazy. Also die Fahrt war, also wenn du nur 80 Kilometer, ich glaube, dann müssen wir es gar nicht in zwei, also es ist zwar über 30 Minuten, aber weiß gar nicht. Oh, ich habe hier einen Mitspieler auf der Fahrbahn. Alter, wow, ich sehe es. Alter, krass. Meinst du, wir müssen es in zwei Parts sagen? Das wäre jetzt so nicht, nee. Der steht hier einfach. So, ich bringe jetzt meinen Auflieger hier hin. Das ist auch wieder geil. Ja, nice, ich bin zu weit gefahren. Und ich glaube, wir hatten ja sogar schon mal eine Folge, die ungefähr 40 Minuten ging oder so. Ja. So. Da ist das hier. Und ich will natürlich hier wieder die, wo willst du hier, an der Grenze. Wo willst du hier die Ladung stehen haben, das wähle ich natürlich immer aus. Es muss natürlich hier alles auch nicht zu einfach sein, das schwer sein. Und das geht ja hier komplett, also. Muss nur ein bisschen vorfahren hier und dann ist der, steht er schon drin. Erkennt der Mike nicht. Steht er schon drin. Ja, das ist ganz, ganz leicht für ihn. Ja, klar. Ich bin Profi. Oh, hier kommt mir einer entgegen. Wie hubig. Weiß ich nicht. Ich weiß es wieder. Super mit X auf dem PS4-Controller. Also Lenkrad.
Seht ihr ja. Im PS4-Lenkrad. Ui, hier landet ein Flugzeug. Landet oder ist auf der Straße? Landet. Nein. Hier ist ein Ja, war bei mir ja schon mal. Also, das. Ich fahre gerade unter einer Landebahn drunter durch. Echt jetzt? Und hier ist gerade über mir ein Flugzeug gelandet. Also, ich stehe zwar ein bisschen schief, zwar, aber es ist okay. Also, ich stehe auf jeden Fall drin. Nicht ganz perfekt, aber passt. Ich fahre auch tatsächlich jetzt mal rüber. Ich muss erstmal zur Werkstatt, aber fahre dann auch rüber. Spätestens halt nach der Aufnahme. Weil ich will ja dann wieder bei dir sein, ne? In der Tat, in der Tat. Ich will in deiner Nähe sein. Motorfehlfunktion. Oh Leute, ich hoffe, ihr seid noch bis zum Ende dran, weil das war echt wieder witzig. Also ja. ETS, ich weiß nicht warum. ETS ist ja eigentlich so ein, einfach... Ich meine, wir nehmen ETS immer, nachdem wir irgendwie schon 4-5 Stunden was anderes aufgenommen haben, ja. So nehmen wir das dann noch auf und dann sind wir immer... Ihr merkt, dass wir sind dann immer komplett am Ende und labern nur noch Bullshit. Aber es ist voll witzig. Ja, ja. Es entstehen witzige Sachen. Das hätte ich nie gedacht. Also ETS-Projekt, okay, also ist ganz cool. Aber du fährst halt, wenn man so überlegt, du fährst halt mit dem LKW einfach rum. Und das klingt jetzt nicht so spannend. Aber dass da immer so witzige Sachen dabei entstehen, das ist voll crazy. Ich habe, glaube ich, bei 200.000 Budget angefangen und bin jetzt noch bei 40.000 und muss gleich noch reparieren. Mal gucken. Also ich habe mich in die Ruinen gewirtschaftet bis jetzt. Das ist geil, ja. War ich ja nicht selber schuld dran. Nicht nur selber schuld dran. Aber du warst auch schon. Sehr, also heute ja, aber die letzten Folgen eher weniger. Also wenn du das aus meiner Perspektive siehst, was du hier manchmal veranstaltet hast, mein Junge. Das. Rote Ampel, rote Schmampel, sag ich da immer. Oh. Schmampel. Du bist Amsterdam, ne? Fehlfunktion. Ich bin. Ja. Bin gerade angekommen. Ich hab mir jetzt gar kein Navi gemacht. Ich fahr da einfach nach Schildern hin. Alter, bin ich krass. Kann man eigentlich nichts nee, falsch machen. Nicht. Das Schild. Doch, ich bin gerade in Eile überspringen. Alter. Machst du das? Ja, das bringt ja gar keine EP. Ja, eben, mach mal was anderes. Weil ich muss ja auch noch zu dir kommen. Boah, wir sind schon bei 37 Minuten. Wir müssen. Weiß ich, muss ja auch noch zu dir kommen, also. Ja, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ja, doch, doch. Ich bin ja fast schon hier. Der Typ steht auch. Muss noch unter 40 Minuten sein, die Folge. Unter 40? Ja. Das kriegen wir hin. Ich könnte ja auch einfach mich abschleppen lassen. Zack. Ja, beschädigt. Fährst du zur Werkstatt? Ja, das meine ich. Okay, noch. Beschädigt, was ist da? 0 Euro bekommen und 0 EP verdient. Dein Ernst? Oh mein Gott, Alter, du hast echt Pech. Auch. Scheiße. Funktioniert mein Frachtmarkt wieder? Oh, hier sind tatsächlich Flugzeuge. Doch! Mein Frachtmarkt funktioniert aber wieder. Dahingegen verstehe ich das Spiel 0. Dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht. Ich habe mich ja gar nicht neu eingeloggt, nee. Also das funktioniert jetzt einfach plötzlich, funktioniert es wieder. Oh, da landet auch wieder einer. Ich glaube, das ist immer dieselbe Sequenz. Ja, kann gut sein. Oh, scheiße. Okay, dann fahr mal zur Werkstatt. Bin gerade unterwegs, on the road again. Ich muss gerade raus, ne? Ja. Ich komm. Beeil mich, 80 Kilometer sollten eigentlich machbar sein. Nichts verdient wieder. Darf eigentlich. Also ich glaube, du musst. Kannst du eigentlich keinem erzählen. Gleich machen wie ich. Bahn entgegen der. Hä? Wir sind in Europa, ne? Ja. Da fährst du rechts. Mir voll auch passiert. Ich bin so abgebogen, dass ich auf der linken Spur weiterfahre. Ach du Scheiße. Wie viel? Ich hab noch 14.000. Oh. Junge, ich glaube, du musst echt dasselbe machen wie ich. Ich darf jetzt nicht mehr. Fahrrad mit 110 in die Stadt rein, kein Problem. Und ich darf auch nicht mehr geblitzt werden und so. 110 ist auf jeden Fall am Start. So, ich muss jetzt aber hier links. Oh, muss ich da bremsen? Boah, hier können wir. Oh, nee, ach nee, dadurch, dass ich abgesteppt werden musste, musste ich jetzt nicht mehr schlafen. Das ist ja praktisch. Okay, was? Hä? Aber ich bin gleich da, ich bin in Amsterdam. Bin ultra schnell gefahren, ich bin mit 110, ja, wow.
Jetzt hier in der Stadt gehst du leider nicht mehr, aber. Kann es sein, dass ich hier links hätte gefahren müssen? Wo ist denn dieser Scheißding? Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da fährt man. Oh, ich hätte hier bleiben können. Ups. Ich guck grad nur auf die Map und baue grad Scheiße. Also ich bin gerade perfekt eingeparkt. Okay, dann komme ich und park mich perfekt daneben. Sind wir nur unter 40? Wir sind bei über 40 jetzt schon. Das ist eine Lüge, das ist ein Anzeigefehler wieder mal. Doch. Ich bin gleich da. Oh, da ist er! Ey! Warum parkst du vorwärts ein? Ist ja langweilig. So, stellen wir uns daneben. Alter, du hast ja viel mehr Reifen als ich. Erstmal gegen dir. Du hast doppelt so viele Reifen wie ich. Okay, nix. So, das war's von dieser langen Folge. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ja, wir haben mega mal nice Themen reinschreiben. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.